Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute in diesem Video geht es mal darum, was ist besser als Startup-Business im Bereich Softwareentwicklung, Marketingdienstleistung etc. als Freelancer, Solo-Entrepreneur, Selbstständiger, Einzelunternehmer, you name it, aufzutreten oder möglichst schnell als Firma, GmbH, Agentur, Systemhaus, you name it. Ja? Irgendwann ist natürlich das Ziel, dahin zu kommen. Für die meisten nehme ich mal an oder für manche zumindest. Aber wenn du so in, sagen wir mal, noch in Anfängen stehst, ja, für diese Leute ist dieses Video. Ja? Und ich weiß, es gibt viele Videos da draußen, viele große Coaching-Programme, die sagen, mach einen auf dicke Hose, ja, möglichst schnell ganz von Anfang an eine GmbH gründen. Ja, du wirst auf jeden Fall viel Geld verdienen, schon mal vorweg steuerlich, dann besser und so weiter. Ja, stürz dich voll rein, 100%, alles, put your eggs in one basket, ja. Alles in eine auf eine Karte setzen, positionier dich als Firma, als Agentur, als Systemhaus, also letztendlich als Firma und hol dir ein vernünftiges Büro, ganz, ganz wichtig, ja, am besten irgendwie noch ein vernünftiges Auto, in Anführungsstrichen, am besten gleich ein Mercedes davor stellen, ja, und noch eine Rolex am Arm oder sowas, ja. Ich kann ja aus Erfahrung sagen, und das ist meine persönliche Überzeugung, in vielen Fällen ist es für dich viel besser, genau umgekehrt zu denken. Das heißt, möglichst lange dich als Freelancer, Solo-Entrepreneur, Einzelnehmer, Einzelunternehmer, Selbstständiger mit ein paar Assistenten, ob dann da hinten dran, je nach Projektvolumen, ob du dann eine Assistentin hast oder einen Assistenten, oder 3, 4, 5 Leute, die dir irgendwie zuarbeiten. Das interessiert dann danach keinen Menschen mehr. Aber du hast ja, und zwar aus folgendem Grund, du hast als Freelancer enorme Vorteile, weil du als Person auftrittst. Also Einzelunternehmer, Freelancer, Solo-Entrepreneur, trittst du als Person in den Vordergrund und nicht dein Firma oder deine Firmennamen oder sonst irgendwas. In der Regel trittst du mit deinem Namen auf, wie zum Beispiel Thomas Klein. Du kannst dann noch irgendwas hinten dranhängen. Ja, so typische Einzelunternehmer, Thomas Klein und dann entweder Marketing Consulting oder Consulting, IT Consulting oder. Ja, aber im Vordergrund, das ist auch rechtlich so geregelt, auch auf den Rechnungen, steht dein Name, Thomas Klein. Und dann der Zusatz ist dann das, was du irgendwie machst, Coaching, Consulting, egal was es ist, ja. Programmierung, Agentur, Dienstleistung, egal was. Und warum ist das so wichtig? Weil du, wenn du als Freelancer, als Person auftrittst, ganz viele Vorteile hast im Onboarding, wenn es darum geht, besonders bei größeren, sehr interessanten Kunden und lukrativen Kunden mit größeren Budgets, überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Denn wenn du dich als Agentur, ja, dort positionierst, als größere Firma, dann sitzt du in den, sagen wir mal, in den Pitch-Phasen, in den Auswahl-, Anbieter-Auswahlrunden, ja, an ganz anderen Tischen. Und das Gleiche gilt sogar nochmal innerhalb der Hierarchien der Agenturen und Systemhäuser, die es da gibt. Zum Beispiel, wenn du jetzt, sag mal, eine Agentur oder Dienstleister oder Systemhaus bist, spezialisiert, sag mal, und machst vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr und sitzt dann an einem Tisch, wo gleichzeitig Agenturen sind, die 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Ja, auch da gibt es nochmal verschiedene Stufen, wo es ganz wichtig ist, dass du dich richtig positionierst, dass du nicht gegen diese ganz Großen sozusagen pitchen musst, sondern vielleicht mit diesen ganz Großen in Kooperation und so weiter, weil du ansonsten nie eine Chance hast wirklich. Aber im Kleinen ist es genau das Gleiche. Ein konkretes Beispiel von mir, ich hatte einen sehr großen Kunden dieses Jahr und dort habe ich mich dann auch positioniert, erstmal ein bisschen größer, weil ich mir gedacht habe, hey, den großen Kunden, ja, das ist ein sehr, sehr großer Kunde mit mehreren Milliarden Euro Umsatz,
den kriege ich irgendwie nicht, wenn ich mich so als klein Marketing irgendwie positioniere. Ja, habe ich mich ein bisschen aufgeblasen und so, ja. Sag mal, ein paar Mitarbeiter habe ich mehr, als ich wirklich hatte oder so. Ja, also ich habe mich halt dort eben verkauft, habe dann auch den Kunden gewonnen. Und dann, als es sozusagen in der Onboarding-Phase darum ging, meinen Vertrag aufzusetzen, meinen Standardvertrag habe ich ihm zugeschickt und dann plötzlich kam, dann im nächsten Call saß ich plötzlich mit dem Anwalt von dem großen Konzern im Call. Und der hat erstmal meinen ganzen Vertrag ein bisschen umgebaut, in Anführungsstriche. Also da war kein Stein mehr auf dem anderen. Mein dreiseitiger Vertrag, Standardvertrag, den ich so normalerweise mit meinen Kunden habe, ja, war plötzlich dann 20 Seiten lang und ich habe kein Wort mehr verstanden. Das heißt, wie habe ich das dann Ganze sozusagen gelöst? Ich habe gesagt, hey, ich bin so ein kleiner und so weiter. Und dann muss ich ihm wieder runterschrauben, muss ich sagen, hey, ich bin doch nur so ein kleiner Entrepreneur und so weiter. Können wir das nicht irgendwie hier das weglassen, weil sowas unterschreiben zu können, ja, hätte ich dann von meiner Seite mindestens einen Anwalt gebraucht, der das prüft und mit mir bespricht und was da Kuckuck was, ja. Also ich hätte schon mal die Hälfte des Budgets von dem kompletten Projekt wahrscheinlich für einen Anwalt verblasen, ja, um überhaupt ruhig schlafen zu können, wenn ich dieses Pamphlet da unterschrieben hätte, was von irgendeinem Juristen von dem Konzern halt erstellt wurde, ja, die sich natürlich in der Regel sehr, sehr wichtig auch machen müssen und schon allein deshalb super komplex und alles. Ich habe mich dann sozusagen wieder runter positioniert auf ja, den kleinen Freelancer sozusagen, ja, und und dann wurde so Gnade vor Recht ergehen lassen und dann plötzlich, ja, und dann haben wir das gestrichen, das und das und das, und dann war das Ganze, sagen wir mal, mit ein paar Zusätzen mehr oder weniger hat das Ganze sich wieder geähnelt meinem ursprünglichen Vertrag. Und jetzt mögen vielleicht andere Coaches draußen sagen, ja, du musst deinen Vertrag durchsetzen und so weiter. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Das geht bei irgendwelchen kleineren Kunden vielleicht, aber nicht bei Konzernen. Die machen das, was sie wollen. Ja, okay, nur mal sogar so viel dazu. Und das ist zum Beispiel aus der Praxis von mir persönlich aus dem letzten Jahr, wo das mir extremst weitergeholfen hat. Und ich aber noch mal erkannt habe für mich selber, auch eine Erkenntnis 2021, dass es letztendlich viel, viel besser ist. Wenn du so mal auf einer Stufe bist, Solo-Entrepreneur, hast ein paar Assistenten, je nach Projekt ist es bei mir, ne? Also ich unterhalte ja nicht toujours irgendwie 10, 20 Angestellte, ja, so dumm bin ich nicht, ja, bei projektbasierten Businessmodellen. Manche machen das, sollen machen, wie sie wollen. Jeder soll es machen, wie er will. Ja. Ich gehe da eher auf Nummer sicher und ich hole mir Leute, wenn es nötig ist. Und wenn es nicht nötig ist, wenn die Auftragslage eben nicht so stark ist, dann hole ich halt weniger Leute oder wenn ich Bock habe, mehr zu machen selber und so weiter. Ja, und das ist halt sozusagen genau das Gegenteil von dem, was halt viele Coaches da draußen predigen. Ja, mach einen auf dicke Hose und schau schon mal, dass deine laufenden Kosten irgendwie am besten 10.000 Euro sind. Ja, hier mit fettem Auto, fettem Büro und tralala. Es ist genau das Gegenteil. Ja, besonders desto größer die Firmen sind, mit denen du, und da ist es ja sehr interessant, mit denen zusammenzuarbeiten, weil da ist ja auch ein viel mehr Budget, Marketingbudget in meinem Fall, ja, oder Budget für alles, desto höher, größer die Kunden, mit denen zusammenarbeiten, desto größer die Firmen, desto vorteilhafter ist es letztendlich, wenn du aus dem Homeoffice arbeitest, wenn du dich sozusagen personifizierst, wie heißt das Wort jetzt hat? Personifizierst, nein, okay, also personenbezogen, ja, und auftrittst, ja, und hier nochmal ganz kurz abschließend zu dem Video, ein kleiner Cliffhanger. Wie machen es denn so teilweise meine Kunden, mit denen ich zu tun habe, oder überhaupt größere Firmen? Welche Anstrengungen unternehmen die, um letztendlich genau das zu tun, was du als kleiner Freelancer, selbstständiger Solo-Entrepreneur ja schon mit dir bringst, nämlich die Persona im Vordergrund zu stellen? Ja, überleg mal, Apple Computers, Microsoft und so weiter. Was für ein Riesen, also oder Firmen, die letztendlich auch mittelständische Unternehmen in Deutschland, wo du gar nicht weißt, okay, welche Person steckt da eigentlich dahinter, was die jetzt letztendlich an Social Media Budgets teilweise ausgeben, um
deren Firmen sozusagen zu personifizieren. Wie heißt denn dieses verdammte Wort? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ich werde gleich wahnsinnig. Personifizieren, nein, nicht personifizieren. Boah, ich werde echt wahnsinnig. Auf jeden Fall, okay, kein Problem. Ich hoffe, es ist rübergekommen und lass dich nicht irgendwie vollquatschen von anderen, die dir sagen, hey, gleich vom Startup, ja, gleich vom Startup hier, mach einen auf dicke Hose und am besten gleich mal hier den Fixkostenblock anheben auf 1.000-2.000 Euro, nur damit du dich sozusagen als große, vernünftige, richtige Firma positionierst und präsentierst im Markt, ja, auch wenn du vielleicht das noch gar nicht bist. Ja. Es ist überhaupt kein Nachteil, im Gegensatz ist es sogar ein Vorteil, besonders bei den guten Kunden, wenn du dich einfach als das präsentierst, was du bist. Ja, wie gesagt, das Video geht an Solo-Entrepreneure, Freelancer, Selbstständige, die vielleicht maximal ein, zwei, drei Helfer haben oder grundsätzlich alleine unterwegs sind. Ja, Einzelkämmer, Kämpfer, One-Man-Show und so weiter. Ja, wenn du weitere Fragen hast, einfach in die Kommentare hauen oder kontaktiere mich über meine Webseite. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und hau rein, wenn es wieder heißt. Ja. Mission Millionär. Okay, ciao.